Moin Leute, heute wieder ein kleines Biertasting von uns, für euch. Und wir haben euch heute was ganz Besonderes mitgebracht, nachdem ihr hoffentlich alle das Video zum Thema Barley Wine geguckt habt, also unser Bierwissen to go zum Thema Barley Wine, wollen wir heute auch endlich mal eins probieren. Und zwar das gute Bomben und Granaten aus der Brewerie de Molen, also von den netten Nachbarn. Also... ja, von den Holländern. Also, was gibt's zu sagen zu diesem netten Bierchen? Das hat der Menno, so heißt der Braumeister. Nachnamen vergessen, aber der hieß Menno. Menno, klassischer Menno. Menno War oder so, weiß ich nicht, wie er mit Nachnamen hieß. Der braut in Holland, in einer Windmühle. Zuerst in der Garage. Ein kleiner Bill Gates war das, Garage umgebaut, auch zu so einem Taproom, wenn ich das richtig verstanden habe. Verkauft er so ein bisschen, hat er gebraut, so ein paar Seminare gemacht und jetzt mittlerweile in so einer alten Windmühle da. Genau, macht viel Craft Beer und war irgendwie unter den Top 50 der... bei ratebeer.com gelistet, ja. Genau, auf jeden Fall scheint er was drauf zu haben und davon wollen wir uns heute mal überzeugen. Aber auch hier zu den kurzen Stammdaten... 11,9%, das ist schon hab ich. Das geht aber für ein Barley Wine ja noch so im gesunden Rahmen. Das stimmt. Das stimmt. Wisst ihr natürlich, wenn ihr das Video geguckt habt. Trinktemperatur 12 Grad haben wir auch ungefähr. Also mehr muss man dazu wirklich wohl nicht sagen. Wir können noch einmal kurz erwähnen, dass wir heute schmerzlicherweise auf unseren Kollegen Bennett verzichten müssen. Er hat Urlaub eingereicht. Tja. Ist zwar nicht genehmigt, aber er ist einfach ferngeblieben. Drüber hinweggesetzt. Also Kündigung folgt. Ab jetzt sind wir nur noch zu zweit. Nee, er weiß, wie unersetzlich er für uns ist, deswegen hat er sich getraut, das einfach zu machen. Es sei denn, wir kriegen Bewerbungen rein, und irgendjemand ist halt noch viel cooler. In die Kommentare! Ja, also Bewerbungen immer schriftlich. Ja. So. Mach auf den Sheet und dann mal brauchen gucken. Wollen wir mal schauen. Yeah. Direkt erstmal auf die Farbe achten, da bin ich als Farbenblinder ja... Experte. Genau. Nee, ich möchte gerne wissen, was du da siehst. Ja, also so gegen das Licht sehe ich auf jeden Fall ein dunkles Rot. Es ist rötlich, ne? Also ja, also würde ich jetzt auch der Schaum noch leicht rötlich. Wir haben noch was vergessen. Ach, es steht doch auf diesem Bier Barley Wine Nisch. Das ist nämlich... aber Fridtjof, warum denn nur Barley Wine Nisch? Weiß ich nicht mehr. das liegt wahrscheinlich daran, ich weiß nicht, ob es in den Niederlanden auch so ein Gesetz gibt. Auf jeden Fall, die Amis dürfen auch nicht Barley Wine auf ihre Barley Wines raufschreiben. Die müssen schreiben Barley Wine Ale Style. Ale, nee, Barley Wine Style, Style Ale. So. Genau, also eigentlich müssen sie auch Barley Wine-isch raufschreiben, also Barley Wine-artig. Da es nun mal kein Wein ist, ist wahrscheinlich ähnlich wie unser Biergesetz, das hier vorschreibt, dass man nur nach dem Reinheitsgebot gebraute Biere Bier nennen darf. Alles andere wird dann ja Biermischgetränk oder ähnliches genannt. Und das scheint sich hier um einen ähnlichen Gesetzesentwurf zu handeln. Daher nur Barley Wine-isch und nicht tatsächlich Barley Wine. Aber wir trinken heute trotzdem Barley Wine. Ganz genau. Prost. Und deswegen Prost. So machen wir das. Riecht süß. Alter Schwede. Zwölf Prozent hat das. Bin ich mir ganz sicher. Das sprit ich. Es ist schwer. Ei, ei, ei. Es ist süß. Also ich finde das gut. Also wir trinken das halt eigentlich gerade viel zu schnell. Ne? Also am Anfang richtig süß, finde ich. Richtig tolle Süße. Und dann nach hinten raus, eigentlich fast nach dem Schlucken, wird es dann echt bös bitter, ne? Also gut, es soll jetzt gar nicht negativ sein. Ja, da kommt dann so eine richtig starke Bittere mit durch. Ich finde es halt, also erster Eindruck, es ist was krass Außergewöhnliches so, ne? Also Barley Wine an sich wahrscheinlich schon. Nicht sehr sprudelig, ne? Also ein bisschen... spritzig, aber wahrscheinlich eher so ein spritziges Gefühl durch den Alkohol. Aber ansonsten geht es eher ölig runter. Da auch fast vielleicht so eine... ich bin nicht so der Biertrinker, aber... ach, der Weintrinker. Ich bin nicht so der Biertrinker. Ich mache das gar nicht gemerkt. So gern. Nicht so der Weintrinker, aber daher vielleicht nochmal so eine geschmackliche Verwandtheit zum Wein, finde ich. Ja. Das ist auch fruchtig, oder? Ich auch, das ist doch... vor allen Dingen im Geruch finde ich das extrem... aber magst du das denn? Ja,
Total. Ist ja schlimm, umso mehr Prozent, umso lieber mögen wir die Biere. Ich finde das auch richtig, richtig stark. Also stark im Sinne von gut, stark auch. Doch, aber das ist wirklich eins, das kann man mal, da kann man abends mal eins von trinken. Darf aber ruhig ein Freitagabend sein, würde ich vorschlagen. Ich merke nämlich jetzt schon, wie es langsam oben ankommt. Da, wo es hin soll. Genau. Leckeres Bier. Ja, vor allem, das ist mal ein geiles Experiment, ne? Also das hat ja so rein geschmacklich auf den ersten Blick nicht viel mit anderen. Ich wüsste nicht, mit was man das vergleichen kann. Das ist schon irgendwie was ganz Besonderes. Ja. Ist sicherlich nicht jedermanns Sache, aber das ist auch nicht deren Intention. Ist einfach nur sehr fruchtig, schön süß, nachher aber aufgehoben durch diese Bitterkeit. Schönes, geiles Bier. Geht gut in den Hals. Ich freue mich. Ja. Mehr müssen wir nicht sagen. Wir trinken das Ganze in Ruhe zu Ende. Das wäre Verschwendung, das jetzt so runterzustürzen. Lassen wir nach. Guckt alle anderen Videos, die noch kommen. Und wir sehen uns dann sicherlich bald wieder. Genau. Jetzt am Ende erscheint hier irgendwo nochmal so ein Video, wo ihr raufklicken könnt vom letzten Mal. Ich denke mal, hier so über Friedhofs Kopf mache ich den Button, dass ihr uns abonnieren könnt. Und hoffentlich das nächste Mal wieder mit Bennett. Wenn er aus seinem Urlaub... Wo ist der Malediven, glaube ich? Ja. Studenten haben es ja. Ich glaube, er kassiert auch doppelt BAföG. Da vielleicht mal nachprüfen, liebe BAföG-Zentrale. So. Servus. Das war's. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.